zwar schön aus, aber es bringt mir nichts. Der Unzufriedenheit bei den Jüngeren kommen inzwischen täglich mehr als 100.000 Besucher zur Weltausstellung. Vielleicht dank der flotten Werbekampagne mit Verona Feldbusch und Sir Peter Ustinov. Expo-Chefin Birgit Preul ist auf jeden Fall zufrieden. Jetzt wird erstmal gefeiert. Feiern Sie mit uns die Expo 2000. Zum Feiern ist aber vielen Besuchern angesichts der ellenlangen Warteschlangen nicht zumute. Nicht auszudenken, wenn die Expo ihre angestrebten Besucherzahlen tatsächlich erreichen würde. Der Andrang ist einfach zu groß an manchen Pavillons, die halt wirklich gut sind. Da muss man eine halbe Stunde warten, das ist weniger nett. Aber so ist es halt, wenn sich die ganze Welt auf 160 Hektar Gesamtfläche tummelt. Dann ist auf der Expo Irland direkt neben Monaco. Dann liegt ja hier womöglich auch noch Deutschland neben Holland. Und Holland neben Dänemark, die Schweiz neben Äthiopien, China vielleicht noch. Ganz genau. Echt hatten echt Schwein und Robbie Williams turnt durch Köln. Und genau das sehen Sie gleich bei uns. Aber erstmal kommen hier die VIP-News. Rockstar David Bowie und Ehefrau Iman haben Nachwuchs bekommen. Gestern Morgen kam Töchterchen Alexandria Zara Jones zur Welt. Der 53-jährige Bowie war bei der Geburt dabei und durchtrennte die Nabelschnur. David und Iman sind seit 92 verheiratet, wollten jedoch mit einer Schwangerschaft den richtigen Zeitpunkt abwarten, um sich voll um das Baby kümmern zu können. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen. Willi bleibt unberechenbar. Der 18-jährige britische Thronfolger William wird nicht, wie berichtet, in Edinburgh, sondern im schottischen Golferparadies St. Andrews studieren. Bevor es losgeht, will er allerdings ein Jahr Pause machen und durch Australien reisen. Deutschlands Topmodel Nummer 1, Claudia Schiffer, ist total glücklich. Die Beziehung zum britischen Geschäftsmann Tim Jeffries habe ihr einen richtigen Kick gegeben, so die Schöne gegenüber dem Stern. Sie treffe Freunde und gehe aus und die Arbeit sei auch nicht mehr das Wichtigste. Was für ein Leben. Die arme Jennifer Lopez hat ein Albtraumproblem. Während der Dreharbeiten zum Horrorstreifen Die Zelle wurde die Schauspielerin von üblen Träumen heimgesucht. In dem Film spielt Lopez eine Psychologin, die sich in einen Serienmörder hineinversetzt. Kein Wunder, dass sie da schlecht schläft. Glück im Unglück für die Jungs von Echt. Gestern Abend auf dem Weg von Hamburg nach Flensburg wurden die Süßen unsanft durchgeschüttelt. Ihr Mercedes stieß auf einem Autobahnrastplatz mit einem Lastwagen zusammen. Kim, Puffy, Jonas und der Echt-Manager kamen aber mit einem dicken Schrecken davon. Außer dem Wagen wurde niemand verletzt. Die Ausfahrt einer Raststätte an der A7 Richtung Flensburg. Davor ein Mercedes der S-Klasse mit aufgeschlitztem Heck, der Wagen von Echt. Aber bis auf blaue Flecken sind die Jungs glimpflich davongekommen. Grund für den Unfall, zwei Anhalter. Wir sind an der Tanke vorbei und hatten kein Benzin mehr. Und dann sind wir, anders auf die Tankstelle gekommen. Und dann sind wir wieder rausgefahren und dachten, wir sind mal nett und sozial und nehmen diese Anhalter mit, die nach Dänemark wollen. Wollen nach Flensburg und es liegt ja auf dem Weg. Und halten ein, die beiden steigen ein. Wir schließen die Türen und genau in dem Moment kommt ein Laster, wirklich mit 40 oder so. Bin ich sogar noch mehr und rast uns voll hinten rein. Die beiden Tramper waren auf dem Weg nach Kopenhagen, als sich beim LKW die seitliche Abdeckung löste und den Mercedes erfasste. Ich saß gerade im Auto und hatte mein Gepäck auf dem Schoß, als es plötzlich fürchterlich wackelte. Shaking. Den LKW-Fahrer trifft die alleinige Schuld an diesem Unfall. Doch böse ist Kim Frank dem Dänen Ole Hasö trotzdem nicht. Jetzt ist doch ein ganz netter, verwirrter Typ. Ich dachte, es wäre etwa einer, der auf Krawall gebürstet ist. Aber jetzt kommen gleich die Bullen und wir haben wieder unnötigen Stress. Und der geht auch mit ramponiertem Auto noch ein bisschen weiter. Morgen startet in Köln die Medienmesse Popcom. Mit dabei natürlich Echt. Und wir auch. Robbie Williams polarisiert vor allem. Die Mädchen finden ihn süß, die Jungs finden ihn eher ätzend. Eins steht jedoch fest, Robbie verkauft CDs wie verrückt. Und jetzt kommt bald seine neue raus, Sing When You're Winning. Um die zu promoten, gibt Robbie heute Abend ein Konzert auf dem Dach des Kölner Sportmuseums. Und das wird im Internet übertragen, live. Robbie Williams auf Promotion-Tour. Da will der Star doch gesehen werden. Oder etwa nicht? Scheinbar doch nicht, denn Robbie muss ja seinem Ekel-Image gerecht werden. Und auf so einen fahren die Teenies voll ab. Es ist durchgeknallt, aber lieb. Ja, es steht dazu, dass er ein Arsch ist. Aha, so ist das also. Das sollte sich man mal zu Hause erlauben. Oder was Robbie sich bei einem Promotermin leistete. Er hat seine Hose aufgemacht und seine Tigerunterhose gezeigt, sie ist mir präsentiert und so. Da sind wir aber gespannt, ob Robbie das heute Abend bei seinem Kölner Konzert auch macht. Leider gab es für nur 600 Karten. Die meisten gingen an ausgewählte Journalisten. Wir haben natürlich noch versucht,
Karten ranzukommen. Es gab ja Verlosungen und alles. Leider nicht mehr, aber wir werden natürlich trotzdem hinfahren. Dabei lässt sich das Konzert viel besser im Internet ansehen unter www.rtl.de. Heute Abend ab 21.30 Uhr umsonst. Man kann aus drei Kameraperspektiven sich Robbie live ansehen. Also während man ihn von vorne sieht, umschalten auf die Kamera links, ihn von links betrachten. Und hoffentlich zeigt er sich auch mal von hinten. Robbie, der heißgeliebte Arsch. Ganz genau. In diesem Sinne verschwinde ich für heute und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind, wenn Sie mögen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Machen Sie sich einen richtig schönen Abend. Tschüss.